Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts für den Energiemarkt 2022. In diesem Video geht es um das Messwesen, Zählerwesen, also vor allem um den Smart Meter Rollout. In einem anderen Video haben wir auch schon die Versorgungsstruktur, Sperrungen und Preisentwicklung ein bisschen uns angeschaut und im Podcast auf Spotify beides einfach zusammen, ne? Also hier geht es dann einfach nur weiter. Das ist also nichts anderes. Wenn ihr den Podcast schon gehört habt, müsst ihr hier nicht unbedingt das Video nochmal schauen, vor allem wenn ihr selbst in die PDFs reingegangen seid. Apropos PDF, ne, das haben wir hier also auch schon mal uns angeguckt, geht im Zweifel jetzt also in den Bereich H, Mess- und Zählwesen. Und hier finden wir dann alle Infos zum Smart Meter Rollout, die vielleicht interessant sein könnten. Klicken wir einfach mal drauf und landen dann auf Seite 332. Auch hier erstmal so einleitende Worte, aber interessant ist dann eben zum Beispiel schon auf Seite 333 die Anzahl der Messstellenbetreiber im Markt. Und diese Info sagt eigentlich ganz, ganz, ganz viel schon darüber aus, wie der Smart Meter Rollout in den letzten Jahren sich eben entwickelt hat, nämlich erbärmlich entwickelt hat. Die rechte Spalte ist Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen oder intelligenten Messsystemen. Das ist also der Smart Meter Messstellenbetrieb. Und dann gibt es hier eben die Kategorisierung. Ist das ein grundzuständiger Messstellenbetreiber, also das Netz? Ist es ein grundzuständiger Messstellenbetreiber, der außerhalb seines eigenen Gebietes auch als Dritter, als Wettbewerblicher anbietet, dann ein Versorger als Messstellenbetreiber und dann ein ganz anderer als Messstellenbetreiber. So. Und die Zahlen, ne, mit 773 grundzuständigen Messstellenbetreibern, das ist schon mal jetzt nicht besonders überraschend, aber wir vergleichen es einfach mal mit dem Vorjahr. Dafür gehen wir in den Monitoring-Bericht 2021. Ich habe den mal mit aufgemacht bei mir. Der ist in der Historie entsprechend mit verlinkt. Und wir müssen mir mal auf die Seite 319 gehen. Da haben wir nämlich die gleiche Tabelle, eben fürs Vorjahr. Da hatten wir 788 grundzuständige Messstellenbetreiber. Und jetzt sind es 773. Ein bisschen weniger. Naja, kann mal passieren. Dann die grundzuständigen, die darüber hinaus auch noch wettbewerblich tätig sind, außerhalb des eigenen Netzes, von 26 auf 39. Das ist ein Anstieg. Also es haben sich ein paar mehr grundzuständige Messstellenbetreiber, also Netze, dafür entschieden, außerhalb ihres eigenen Netzgebietes auch Messstellenbetrieb anzubieten, was dann ja wettbewerblich sein kann. Ein Anstieg. Versorger, die Messstellenbetreiber sind, waren im letzten Jahr 53, sind jetzt 46. Hoch, das sind weniger geworden. Dritte als Messstellenbetreiber waren 29, sind jetzt 16. Huch, das sind deutlich weniger geworden. Die Tätigkeit des dritten, des wettbewerblichen Messstellenbetreibers, die sind in den letzten Jahren verkümmert, statt anzuwachsen, eben weil der Rollout so unglaublich unsicher gelaufen ist, weil es die Unklarheiten durch das OVG-Gericht, durch den OVG-Beschluss gab, Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, der Rollout ist nicht richtig gelaufen und dann tatsächlich das BSI ja auch komplett zurückgerudert ist. Die Zahlen sind für 2022 dann jetzt im nächsten Bericht halt auch noch nicht viel, viel, viel besser geworden. Es ist schon ganz klar zu sehen, dass der Markt für wettbewerblichen Messstellenbetrieb komplett gehemmt wurde. Und auch der Markt für Grundzuständigkeit nicht wirklich so richtig vorangeschritten ist. Wir werden das gleich noch sehen bei den konkreten Rollout-Zahlen. Also allein diese Angabe ist schon mal ganz schön demotivierend, würde ich mal so sagen. Aber wir gehen mal noch weiter auf die nächsten Infos. Ich gehe mal auf Seite 336. Der verpflichtende Einbau. Das ist also der echte Rollout von intelligenten Messsystemen, der hier in der rechten Spalte zu sehen ist. In der davor haben wir auch noch die modernen Messeinrichtungen, aber wir wollen mal wirklich die richtigen intelligenten Messsysteme uns anschauen. Und die sind dann hier pro Zeile getrennt in die Verbrauchsmengen. Also das sind die Kundenkategorien, könnte man sagen. So. Und intelligente Messsysteme hier in der rechten Spalte sind jetzt also in der kleinsten Kundengruppe mit Pflichtanbau knapp 50.000, dann nochmal 45.000, 25.000. Also da geht schon was voran. Vergleichen wir es doch mal mit dem Vorjahr. Da waren das, war das Seite 323, das scroll ich mal hin. So, da ist wirklich was passiert. Im Vorjahr
hatten wir im kleinsten Bereich Verbrauch 6.000 bis 10.000 Kilowattstunden, hatten wir knapp 4.000 Stück. Das sind jetzt 48.000. Also hier ist schon wirklich was passiert. Wenn ich mir die Gesamtzahlen über alle Kundengruppen hinweg anschaue, sind wir jetzt in diesem letzten Berichtsjahr bei 130.000 intelligenten Messsystemen gelandet. Das waren im Jahr davor, naja, so etwa 26.000. Das hat sich also verfünffacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist natürlich lange nicht ausreichend für einen Rollout, wie er eigentlich laufen müsste. Wenn wir dann nochmal weitergehen auf den optionalen Einbau, also auf die, die sich freiwillig einen echten Smart Meter, ein intelligentes Messsystem eingebaut haben, das können wir auch in der anderen, im Vorjahr nochmal anschauen, sind wir von etwa, na hier waren es im Vorjahr noch 2700, auf etwa 28.000 gekommen. Das ist über eine Verzehnfachung. Okay. Eine Verfünffachung bei den Pflicht-Rollouts und eine Verzehnfachung bei den Freiwilligen, das klingt erstmal ziemlich gut. Die absoluten Zahlen sind aber, ich sag's mal so, die sind eher lächerlich. Na also, wenn wir dann entsprechend rauslesen können, dass wir so 160.000 intelligente Messsysteme am Markt haben, naja, es müssen halt mal irgendwann 6,5 Millionen Pflichteinbaufälle sein und wir haben 50 Millionen optionale, potenzielle Einbauten. Also, puh, es könnte schon ein bisschen mehr gerne mal sein. Tatsächlich sind wir jetzt so weit, dass wir im Jahr 2023 dort einen Neustart erleben werden. Das Messstellenbetriebsgesetz wird neu ausstaffiert. Es wird etwas unkomplizierter. Hoffentlich geht da was. Aber bisher sind die Zahlen halt vernichtend, weil einfach nichts passiert ist. Wenn wir über diese richtigen intelligenten Messsysteme sprechen. Die modernen Messeinrichtungen könnten natürlich auch jede Menge machen, nur die, wie sie verbaut worden sind, eben nicht. Das ist dann einfach nur ein Zähler, der übers Jahr hinweg aufschreibt, wann wie viel verbraucht wurde. Der ist in der Form halt nicht fernauslesbar, nicht fernsteuerbar, der kann nicht die tollen Dinge, die wir eigentlich wollen, im smarten Sinne, wie wir es eigentlich bräuchten. Der kann das halt einfach nicht. Das ist auch nicht vorgesehen gewesen. Jetzt wird da hoffentlich was losgehen, weil, wie gesagt, so 160.000 ausgerollte intelligente Messsysteme ist wirklich nicht so beeindruckend viel. Aber gehen wir mal weiter in die interessanten Aussagen. Seite 339. Zusätzlicher Messstellenbetrieb in anderen Sparten. Gas? Die meisten? Nein. Fernwärme? Noch viel mehr? Nein. Heizwärme? Noch viel mehr? Nein. Machen wir einfach nicht. Und Wasser? Ja gut, trotzdem auch die meisten? Nein. Also die allerwenigsten intelligenten Messungen werden so richtig spartenübergreifend durchgeführt. Es wäre eigentlich wünschenswert. Es sind halt, naja, wirklich nicht so viele. Also ich sag das mal so. Eigentlich ist das der interessante Punkt, wo man direkt Kosten sparen kann, und zwar übergreifende Kosten sparen kann. Wenn wir einen Smart Meter haben, der Strom, Wärme, Wasser und vielleicht noch andere Punkte in einer Liegenschaft zusammen misst und verarbeitet und vielleicht schon an die richtigen Dienstleister schickt, damit die eine Auswertung fahren können und daraus eine Empfehlung kommt, nicht nur die Abrechnung, sondern auch sowas wie Sparempfehlungen, dann hat das direkt einen Mehrwert, spart andere Messtechnikkosten, spart manuelle Auslesung, spart vielleicht auch viel an Abrechnungstätigkeit, weil das alles, ich sag mal, automatisierter stattfinden könnte. Aber wir sind halt noch lange nicht da angekommen. Also offensichtlich bisher vernichtend schlechter Stand. Gehen wir einfach mal weiter. Hoffentlich kommt irgendwann mal was Motivierendes. Ah, Zusatzleistungen für intelligente Messsysteme im Jahr 2021. Die dunkle Zeile ist immer nein und die mittlere Zeile ist dann ja und die dritte Zeile ist dann unentschlossen. Also was machen die intelligenten Messsysteme noch so? Bereitstellung von Strom- und Spannungswandlern, die meisten ja. Ja okay, ich sag mal, ist ein technisches Goodie. Nutzung des intelligenten Messsystems als Vorkasse, als Prepaid. 21 sagen ja, 469 sagen nein, 281 sagen, sie sind noch unentschlossen. Also das wäre ja ein offensichtlicher Punkt, den man direkt lösen könnte. Damit könnte man auch Sperrungen verhindern. Die meisten machen es nicht und haben es auch nicht vor. Okay. Herstellung der Steuerbarkeit. 73 sagen ja. Ja, das sind so 10%.
Durchführung der Steuerung, also nicht nur, das war jetzt Herstellung der Steuerbarkeit, theoretisch. Durchführung der Steuerung praktisch, 58, das sind noch weniger, das sind nicht mal 10%. Ich kriege da langsam Kopfschmerzen, wenn ich sowas lese. Und dann Bereitstellung und technischer Betrieb des Smart Meter Gateways für Mehrwertdienste. Also hier ist dann der eigentliche Ansatz, da geht es dann los, da kann man auch Geld verdienen in Zukunft, weil man Komfort, Sicherheit, Empfehlungen zielgerichtet an Kunden anbieten kann. 38 sagen ja, 350 sagen nein, 380 sagen unentschlossen, wir wissen es nicht. Ja, hallo, ja, macht's doch bitte. Das ist der eine Punkt, wo ihr in Zukunft noch Geld verdienen könnt. Leitungsgebundene Energieversorgung ist kein Zukunftsgeschäft. Ne? Das kann vielleicht kostendeckend funktionieren, aber damit verdient man kein Geld mehr. Man muss sich andere Bereiche suchen, die sinnvoll an leitungsgebundene Energieversorgung anschließbar sind. Und da ist natürlich das intelligente Metering und das, was man darauf aufbauen kann, offensichtlich die Tätigkeit, weil man darauf basierend datengetrieben die passenden auch Energieberatungen und Non-Commodity-Angebote natürlich machen kann. Das kann man dann zielgerichtet anbieten, nicht mehr einfach irgendwie anbieten, sondern zielgerichtet anbieten. Also bitte, ja, macht das doch. Macht doch Mehrwertdienste auf Basis von Daten. Da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich hier lese, dass 350 nein und 380, wir wissen es nicht, sagen. Es ist unfassbar. Aber auch hier gehen wir noch weiter. Vertreiben Sie Kombiprodukte aus Stromlieferung und Messstellenbetrieb? Ja, 19%. Okay, wie viel waren das denn im Vorjahr? Da müssen wir noch weitergehen. Scrollen. Ja, auch 19%, keine Veränderung. Also es waren praktisch dieselben, die gesagt haben, ja, wir machen immer noch Kombiprodukte aus Stromlieferung und Messstellenbetrieb. Aber dass sich halt bei Nein nichts verändert hat. Warum vertreibt ihr denn keine Kombiprodukte aus Versorgung und Messung? Das ist ja offensichtlich miteinander vereinbar. 80% sagen, nein, wir machen da keine Kombination, die günstiger, effizienter und aufgrund der Datenverbindung auch vertriebsorientierter, kundenorientierter sein könnten. Nein, machen wir einfach nicht. Ich weiß nicht. Also Schule immer öfters ja auch zu Themen wie vertriebliche Aspekte des wettbewerblichen Messstellenbetriebs und sowas. Ne? Das ist der Kern davon. Damit kann ich mein Geschäftsmodell von morgen aufbauen. Ich muss nur mal langsam mit anfangen, mir da Gedanken zu machen. Es ist schon toll. Wir gehen mal weiter, vielleicht kommt noch was Schönes. So, Seite 342. Fünftens, verwendete Zähl- und Messtechnik im Bereich der Haushaltskunden. Okay, was ist denn jetzt immer noch verbaut bei den Leuten? Eingesetzte Technologien bei Zählern im SLP-Kundenbereich, also Haushaltskunden, Gewerbekunden, die kleiner sind. Die Zeilen sagen dann immer die Messtechnik. Und die Spalten sagen Jahr 2020 und Jahr 2021. Und es beginnt natürlich mit den klassischen Ferrari-Zählern. Da haben wir von 33,7 Millionen auf 30,1 Millionen einen deutlichen Rückgang von 2020 auf 2021. Ne? Die alten Ferrari-Zähler wurden an vielen Stellen ausgebaut. Bei den Mehrtarifzählern, wo wir also HTNT zum Beispiel hatten, sind wir auch in einem leichten Rückgang von 2 Millionen auf 1,8 Millionen. Da ist durchaus was passiert. 10% wurden schon mal gewechselt. Alles klar. Die Ferrari-Zähler sind auf dem Rückweg. Dennoch haben wir immer noch, wenn wir das so sehen, 32 Millionen Ferrari-Zähler in Deutschland bei 52 Millionen Messstellen oder Marktlokationen. Haben wir 32 Millionen Ferrari-Zähler. Immer noch die mit Abstand meisten sind die alten Ferrari-Zähler, die rein manuell ablesbar sind. Ich stelle mich davor, ich muss es richtig erkennen, ich muss es richtig abschreiben, ich muss es dann richtig eintippen ins System. Ich habe mindestens 3 menschliche Schnittstellen, an denen alles schiefgehen könnte, weil ich eine 8 mit einer 3 verwechsle oder eine 7 mit einer 1 oder eine 9 mit einer 8. Also ich will nur sagen, das ist auch keine gute Grundlage für Digitalisierung, wenn wir immer noch 32 Millionen rein mechanische analoge Ferrari-Zähler haben. Aber es geht ja noch weiter. Die nächsten sind die elektronischen Messeinrichtungen als Basiszähler, der nicht kommunikativ angebunden ist. Das ist also ein einfacher digitaler Zähler.
Der hat einfach ein digitales Display, macht aber nichts anderes als der Ferrari-Seller. Der muss auch immer noch manuell ausgelesen werden, indem ich mich da vorstelle. Nur jetzt halt ein digitales Display habe statt einem analogen Display, sind immer noch 6,5 Millionen Stück, von 7 auf 6,5 Millionen runtergegangen. Also haben wir 32 Millionen Ferrari-Seller und 6,5 Millionen einfache digitale Zähler. Ja, okay. Dann moderne Messeinrichtung. Von 9,5 Millionen auf fast 14 Millionen. Das ist ein deutlicher Fortschritt, klar. Fast 14 Millionen moderne Messeinrichtungen, die aber nicht in ein Kommunikationsnetz eingebunden sind. Die schreiben also auf, was jede Viertelstunde passiert. Cool. Und man macht halt nichts damit, außer dann vielleicht am Ende des Jahres eine Auslesung der Viertelstunden Zählerstandsgänge durchzuführen. Auch das wird meistens nicht passieren. Auch da wird meistens am Jahresende gesagt, was ist denn der neue Gesamtzählerstand nach einem Jahr? Alles klar, schön. Auch da fängt man noch nichts damit an. Jetzt in Summe also 50 Millionen, über 50 Millionen Zähler, wo wir nichts mit den echten Auslesungen oder wo wir keine Auslesung haben oder wo wir nichts mit den Daten machen. Vermutlich nichts mit den Daten machen. Bei einigen der modernen Messeinrichtungen kann es sein, dass da noch so, ich sag mal, Goodies aufgesteckt sind, die, dass ich auch dann mehr Datenanalysen durchführen können. Das ist aber eine aktive Entscheidung des Kunden und dessen Messsteinbetreibers. Ne? Das ist nicht der Standard. Und dann kommen wir so langsam in die interessanteren Bereiche. Messsysteme, die kein intelligentes Messsystem sind, aber trotzdem Fernauslesung, Fernsteuerbarkeit und so weiter theoretisch gehen. Ne? EDL 40 kennt man auch als Begriff. Da ist ein Rückgang von 400.000 auf 360.000. Ja, aber dennoch, wir haben immer noch 360.000 EDL 40. Schön und gut. Und dann die intelligenten Messsysteme, die richtigen, wo wir gerade schon waren, von 28.000 auf 133.000. Alles klar, hier ist ein kleiner Fortschritt zu sehen, aber dennoch, ich hatte es ja vorhin erwähnt, ist da nicht so viel passiert. Wenn wir noch die Optionalen dazu zählen, dann sind wir halt, wie gesagt, so bei 160.000 in etwa, die wirklich nach Definition intelligente Messsysteme sein sollen, wo aber trotzdem die meisten Häuser ja noch nicht die Mehrwertdienste drumherum anbieten. Es ist alles traurig. Es ist alles traurig und demotivierend, wo wir hier gerade stehen. So, eine letzte Info noch. Die Übertragungstechnologien. Wie sprechen denn die intelligenten Messsysteme? Und auch hier ist der Vergleich mit dem Vorjahr nicht uninteressant. Muss ich mal gucken. Ja, genau hier. Was hat sich da getan? Mobilfunk bei 64%. War im Vorjahr nur bei 41%. Mobilfunk hat jetzt also die mit Abstand dominierende Rolle in der Kommunikation der Zähltechnik übernommen. Das ist natürlich am Ende des Tages auch dem Fortschritt rund um 5G und so weiter zu verdanken. Also wir haben an vielen Stellen mittlerweile eine halbwegs akzeptable Mobilfunkabdeckung und die eben auch für die Zähler erreichbar ist. In dem Keller hinter dicken Mauern ist es schon schwieriger, aber okay. Wir haben dadurch aber auch einen Rückgang bei den anderen Technologien. Also sowohl Powerline, Schmalband-Powerline und Breitband-Powerline, als auch bei DSL haben wir im Vergleich zum Vorjahr jeweils einen deutlichen Rückgang. Und Mobilfunk ist jetzt eben die dominierende Technologie. Ja. Was neu dazugekommen ist, aber dementsprechend noch kaum verbreitet in dem Berichtsjahr 2021, ist die 450 MHz Kommunikation. Das ist ja dieses besondere Kommunikationsband, was vorher mal, ich glaube, bei der Bundeswehr exklusiv genutzt wurde und jetzt eben für die Energiewirtschaft exklusiv freigeschalten wurde. Nee, es ist nicht Bundeswehr. Es war früher bei der Mobilkommunikation, also die Telekom und Co. haben das genutzt. Und es war im Gespräch, ob das Bundeswehr nutzen sollte, aber es kam dann doch vordergründig für die Energiewirtschaft und Fallback auch für militärische Zwecke. Genau, das ist so der Hintergrund. Das ist, wie gesagt, noch neu für das Berichtsjahr 21. Da ist also noch nicht viel passiert. Noch 0%, 1.500 verbaute Kommunikationseinrichtungen. Da werden wir einen deutlichen Anstieg sehen in den nächsten Berichten, das ist ganz klar. Naja, dennoch
ist hier nicht viel passiert. In dem Berichtsjahr 2021, es ist nun mal auch das Jahr der Unsicherheit im Kontext des Smart Meter Rollout, ganz klar. Hier ist nicht viel passiert. Wir brauchen ganz dringend das, was wir in den letzten Videos zum Rollout auch schon besprochen haben, der Neustart im Jahr 2023. Naja, das wird wahrscheinlich passieren, denn die Novelle des Mesh-Betriebsgesetzes, die ja nochmal weiterentwickelt wird, deutet an, da passiert durchaus noch einiges. Wir werden jetzt mal Fahrt aufnehmen müssen. Naja. Ach ja, also wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu diesem Thema habt, der Rollout und des Messwesens, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann ja, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.